Und damit herzlich willkommen hier bei der ESL Frühlingsmeisterschaft 2021. Und ich habe es ja schon auf Twitter angekündigt. Meine Sturmfrisur hat nicht zwangsweise was mit dem Wetter in München draußen zu tun, aber hoffnungsvollerweise was damit, wie viel uns hier auf dem Server präsentiert wird. Wir haben ein Match hier der Gruppe B auf dem Second Stream und zwar zwischen NLG und Penta Sports. Und ich bin gespannt, weil beide Teams kennt man so bis dato noch nicht. Wir haben bei den NLG-Jungs den dritten Platz in der United Pro Series letztes Jahr noch Ende Dezember gesehen, aber auch seitdem jetzt nicht mehr allzu viel. Penta habe ich gerade gar nicht auf dem Radar, aber kommt hoffentlich ja jetzt dann im Zuge der ESL-Meisterschaft noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall ein spannendes Match wird zwischen den beiden Teams. Da hat man ja durchaus auch den ein oder anderen Favoriten da. Also ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich sehe schon NLG da einen Ticken vorne, aber mal gucken, was uns die beiden Teams eben später präsentieren. Wenn ihr wissen wollt, wer sonst noch gegeneinander spielt, sei es in der Gruppe A oder parallel hier in der Gruppe B, dann könnt ihr das immer machen. Und dazu geht ihr ganz einfach auf die Website der ESL-Meisterschaft, wenn ich jetzt den richtigen Knopf hier noch finde, da ist er. Und da könnt ihr sehen, wer gegeneinander spielt. Wie schafft ihr das Ganze? Ihr geht schlicht und ergreifend rüber hier links auf CSGO. Da seht ihr dann auch schon das heutige Matchup eben Penta Sports gegen No Limit Gaming. Und da kann man dann auch links auf der Seite nochmal direkt in die Matches reinschauen. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen über die Gruppe A nochmal sprechen, die ja schon ein bisschen stattgefunden hat. Aber erstmal Gruppe B. Ihr seht, es haben noch keine Spiele stattgefunden. Das lag daran, dass am Donnerstag der Dreamhack Qualifier stattgefunden hat. Deswegen hat man die Matches hier so ein bisschen verschoben. Ist aber top, dass das jetzt hier nachgeholt werden kann. Heute gibt es auf jeden Fall erstmal ein Match und zwar hier besagt NLG gegen Penta. Parallel dazu findet statt Attex gegen Kovana Gaming. Und wenn man ein bisschen weiter runter geht, dann sehen wir noch das 9.30 Uhr Match und zwar Big Omen Academy gegen Tickling Tentacles will haben. Oh mein Gott, was ein Name. Und eben jeweils immer in zwei Maps. Das seht ihr hier in dem Fall eben NLG einmal vorhanden und ein zweites Mal hier unten. So, mein Handy ist nicht gefunden. Und ihr habt da auch schon im Overlay gesehen, dass es hier erstmal auf Overpass geht. Ja? Und danach sehen wir, glaube ich, Mirage. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Können wir aber gerne nachschauen. Ich denke, wenn man hier draufklickt, irgendwie. Egal. Dann sehen wir das. So, was es jetzt aber vielleicht noch zu besprechen gibt, sind nämlich die Matches aus der Gruppe A. Die sind nämlich auch ganz interessant, bevor wir auf die Gruppe B eingehen, weil da haben wir natürlich jetzt aktuell gerade noch nicht so viel zu berichten. Ist da ganz frisch, jungfräulich quasi, diese Gruppe B. Also, letzter Spieltag, Sprout, glaube ich, als Favorit über Entropy Gaming drüber gefahren, 16:3. In der zweiten Map ebenfalls 16:6. Also da war für Entropy Gaming nicht so viel zu holen. Wir haben die CC Statepunks gegen TTC. Da haben sich die CC Statepunks tatsächlich auch in der zweiten Map direkt nochmal den Sieg geholt, wenn auch beide Maps relativ knapp. Haben wir ja auch gecastet am Montag. Wer da war, weiß Bescheid. Sind schon mal 6 Punkte für die CC Statepunks. Und wir haben dann quasi das zweite Spiel, die Unicorns of Love, die hier eSports Rhein-Neckar einmal solide und das nächste Mal ziemlich krass vom Server fegen und ebenfalls sich nochmal weitere 6 Punkte gesichert haben. Wir können aber direkt auch auf die Tabelle schauen. Da haben wir eine schöne Übersicht. Seht nochmal auf der linken Seite die Gruppe A. Sprout hat 2 Spieltage, beide Maps jeweils gewonnen, hat sich damit 12 Punkte gesichert. Die CC Statepunks waren am ersten Spieltag nicht ganz so erfolgreich, haben dafür am zweiten volle 6 Punkte geholt. Unicorns of Love, für die gilt das gleiche. Entropy Gaming, Touch the Crown waren jeweils die Teams, die CC Statepunks bzw. Unicorns of Love eine Map abgeluchst haben und das Tabellenschlusslicht eSport Rhein-Neckar aktuell noch mit 0 Punkten. Aber wir haben ja noch ein paar Spieltage vor uns, da ist durchaus auch was für die RN-Jungs drinnen. Gruppe B. Who would have thought? 0 Punkte bei allen,
Aber Alternate Ethics und Big Omen Academy, da glaube ich so ein bisschen die Favoriten auch. Wobei Big Omen Academy mit komplett neuem Lineup vielleicht auch der Name etwas täuscht. Also da kann durchaus eine Überraschungskiste drin sein. Mal gucken, wie schnell wir die Jungs, die ja auch aus dem Qualifier durch die hausinterne Liga gezogen wurden, wie man da, wie schnell man die quasi aufs Level bringt, um hier in der in der nationalen ersten Liga mitspielen zu können. Quana Gaming, No Limit Gaming, Penta und TTW sind da vielleicht auch nochmal ein bisschen außen vor im Vergleich zu Alternate Ethics und eben dem besonderen System von Big Omen Academy. Aber wenn das nicht alles genug ist, die spannenden Matches, die wir heute haben, dann dürfte euch vielleicht noch etwas anderes interessieren. Und zwar könnt ihr auch was gewinnen im Laufe dieser ESL-Frühlingsmeisterschaft. Ihr könnt nämlich beim Gewinnspiel, beim Raffle teilnehmen. Und das haben wir hier natürlich auch für euch in der Übersicht. Da gibt es einiges an. Moment. Da gibt es einiges zu gewinnen, und zwar Paysafe-Gutscheine, Paysafe-Card-Gutscheine. Ihr könnt von McDonald's Big Mac-Unterwäsche gewinnen. Ihr könnt, die finde ich ziemlich cool, die Hoodies von der Techniker oder von die Techniker gewinnen. Und um natürlich auch verantwortungsbewusst zu sein, gibt es da alkoholfreies Bier vom Bitburger-Sponsor. Also gerne mal vorbeischauen. Ihr seht schon den Link eingeblendet: eslmeisterschaft.de Raffle. Da einfach mal kurz reinschauen. Ansonsten, ja, meine Freunde, würde ich sagen, geht's jetzt hier zurück auf die Cam, und wir können mal ein bisschen miteinander reden, wie das System bei der ESL-Meisterschaft funktioniert. Ihr wisst ja auch schon, dass das Ganze hier, während ich hier auf den GoTV connecte, ein bisschen was anderes ist, aber für die Neulinge, Moment, ich muss natürlich auch einen Connector vorschreiben. Aber für die Neulinge hier bei der ESL-Meisterschaft, da möchte ich nochmal ganz kurz das System erklären, weil ja dann auch immer wieder gefragt wird, wer hat welche Map gepickt und wie funktioniert das ganze System etc. pp. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass man Punkte sich sichern kann, wenn man eben in der Tabelle aufsteigen möchte, kann man, indem man, wenn man denn möchte, Maps gewinnt. Und da funktioniert das Ganze so: eine gewonnene Map, 3 Punkte. Eine gewonnene Map in der Overtime, 2 Punkte, eine verlorene Map in der Overtime, 1 Punkt und kein Sieg auf der Map bedeutet 0 Punkte, logischerweise. Und ja, finde ich persönlich eigentlich ein ganz cooles System, weil es ja dann auch etwas knappere Matches belohnt. Das heißt, schaffst du es in die Overtime, hast du zumindest einen Punkt, immerhin. Und es ist, glaube ich, für die Liga auch ganz interessant. So, aber wie funktioniert das Map-Bann-System? Ja, wir haben ja einen Map-Pool aus 7 kompetitiv gespielten Maps. Und ich sehe gerade, ich komme nicht auf den GoTV drauf. Da scheint noch was nicht zu funktionieren. Anyway, kriegen wir gleich gelöst. Aber jetzt mache ich noch kurz den Gedanken fertig. Also, Maps werden gebannt. 7 Competitive Maps gibt's. Und wenn du als Team bei der ESL-Meisterschaft mitspielst, machst du das Ganze so: Du sagst, du möchtest für den Spieltag diese beiden Maps bannen. Der Gegner macht genau das Gleiche. Und dann fallen bis zu 4, mindestens aber 2 Maps raus. Und es bleiben bis zu 5 Maps übrig. Beziehungsweise es können am Ende nur 3 Maps auch theoretisch übrig bleiben. Und aus diesem übrig bleibenden Map-Pool wird dann random 2 Maps ausgesucht und die werden dann gespielt. Knife entscheidet über die Seitenwahl. So, jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz hier gucken, weil wir auf den GoTV nicht drauf kommen. Mal schauen, habe ich hier einen Copy-Pasta-Error drinnen? Oder stimmt war was nicht? Retrying Public. Ich komme nicht auf den GoTV. So, gut. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis an der Stelle, falls ich nicht allzu sehr auf den Chat eingehen sollte. Ihr kennt das Problem. Wir haben im Online-CS immer wieder müssen wir die Integrität auch der Matches schützen, indem wir bei der Übertragung sehr viel Delay einbauen. In dem Fall sind es bei uns jetzt eben ganze 3 Minuten. Das heißt, wenn ihr was schreibt,
bekomme es ich zwar direkt mit, aber ihr erwartet oder ihr bekommt das, was ich darauf sage, erst 3 Minuten verzögert mit, was natürlich dann zu Verwirrung führt und was natürlich auch schwierig ist für mich dann, hier großartig mich mit euch Konversation zu betreiben. Ich wünsche mir an meiner Seite den Co-Caster, gibt es aber hier auf dem Second Stream nicht und deswegen machen wir das Ganze jetzt hier einfach im Solo-Talk. Ich gucke mal, was habt ihr denn schon so alles geschrieben? Also, huhu, hallo, sehr viele Leute da, Get Scarried, LP Zenk und Terrorbanane. Gerade vorhin, glaube ich, war noch die Teich Ente am Start. Also, da sind schon die ersten NLG-Fans vor allem hier. Keine Ahnung, ob es auch Penta-Fans im Chat gibt. Wenn ja, lass mal ein paar Emotes hier. Und ich gucke jetzt mal, dass ich das GoTV-Problem löse. Dafür schicke ich euch fürs erste Mal in den Idle und wir sehen uns dann zur Map wieder, würde ich sagen, wenn es losgeht, so in ungefähr 5 Minuten. Aber bis ich die technischen Probleme hier gefixt habe, würde ich euch, wie gesagt, auch nochmal ganz kurz in den Idle schicken. Also, bis gleich. She bring me back, not a heart attack could take her.
So, Freunde, alle technischen Probleme sind behoben, alle 10 Spieler sind auf dem Server und bevor es jetzt losgeht, gehen wir nochmal ganz kurz auf das Lineup ein, weil das habe ich nämlich tatsächlich vorher vergessen, an der Stelle schon mal ein dickes Sorry. No Limit Gaming startet mit Red, Xen, Paddy, Sin und Sky, während Penta Esports mit Maeve, Azek, Jello, Florento und Freeze startet. Azek, glaube ich, spricht man das aus, oder? Ihr könnt mir gerne mal in den Chat schreiben, wie das richtig ausgesprochen wird, damit ich hier keinen Fauxpas begehe. Aber das auf jeden Fall die Lineups der beiden Teams. Und ich hoffe jetzt tatsächlich, dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist. Da können wir direkt auch schon mal auf Ingame schalten, dass ihr seht, wann es losgeht. Wir nichts verpassen, keine einzige Sekunde der Knifefront. Also bis gleich. So, und nein, Moment, okay, er hat sich gefangen. Nein, das ist noch nicht live und Sky hat hier gerade einen kleinen Aussetzer und versucht hier Azek den Kopf kürzer zu machen. Das ist noch das Warm-up. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. Ist ja mitunter auch so ein bisschen die
die Quintessenz, warum man als Caster bei den Servern manchmal einen kleinen Herzinfarkt bekommt. Weil man hat, schaut natürlich immer wieder nach links, ob es jetzt schon losgeht. Und wenn die dann plötzlich wieder vom Spawn loslaufen, so wie es auf den ESEA-Servern der Fall ist, weil da eben nicht das klassische Warm-Up-Setting ist, sondern die Jungs von den Spawns immer loslaufen in Richtung des Gegners, dann meint man immer, oh, jetzt geht's los. Ah, ne, warte. First Round, AWP bei, unwahrscheinlich. So, aber ich habe genug über die ganze Chose drüber geredet. Ich sehe jetzt auch schon im Chat die ersten Penta-Fans am Start. Wir sind nämlich live mit der Knife Round. No Limit Gaming und Penta kämpfen um die Seitenwall mit Messern in den Händen. So, und das schaut doch gut aus für Penta, die am Ende mit zwei überlebenden Spielern die Qual der Wahl haben. CT-Seite und damit die vielleicht etwas einfachere Seite auf Overpass. Man spricht ja ganz gerne als Caster davon, dass wenn jemand auf der T-Side startet und dort es schafft, so 5-6 Runden zu holen, dass es dann schon eine durchschnittliche T-Round ist oder T-Hälfte ist. Wir sehen jetzt auch bei Penta die CT-Wahl. Also, ich würde jetzt nicht zwangsweise sagen, dass die CT-Seite leichter ist. Wenn man gute T-Executes hat, dann ist man als CT schon auch gezwungen, hier früh um Raumkontrolle zu kämpfen und die zu contesten, vielleicht auch mit Timing-Pushes zu arbeiten. Anyway, ich sehe mich gerade bei 3 Minuten Delay wieder auf die Cam gehen, also so viel ist es nicht. Und wir sehen einen B-Rush. Mit Vollspeed geht's über die Monsterröhre nach vorne. Red, die Speerspitze des Angriffs. Freeze versucht sich da nochmal reinzuflashen. Cello geht runter ins Wasser. Jetzt der Double Peak vielleicht. Paddy kriegt den Kill nicht. Die Bombe droppt nach vorne. Ganz, ganz ungünstig. Florento und sein Teammate schon über Short. Dafür den Support. Aber der erste Spieler fällt. Rechnen sie mit dem zweiten. Tun sie nicht, aber der verrät sich. Und plötzlich ist es die 2-gegen-2-Situation. Zwei separate 1v1-Duelle. Das erste wird gewonnen von Xen. Florento da einen Kopf kürzer gemacht. Und Freeze jetzt hinten im CT mit einem schönen Headshot gegen Xen. Und 1 gegen 1 jetzt hin. 7 HP. Der Headshot muss sitzen. Freeze schon mit dem 3K. Nochmal ein Schuss. Aber am Ende ist es sogar durch die Kante der Bodyshot von Freeze, der hier Penta die erste Runde auf Overpass sichert. 1:0 für die CTs. No Limit Gaming kann nicht mal die Bombe legen. Und damit verbleiben wir vermutlich beim Forceball. Und Satif R schreibt Abzeck, spricht man Asek aus. Dann habe ich es quasi richtig antizipiert. Sehr schön. So, es werden die Smokes auf den B-Spot geworfen, aber die Counter-Utility der CTs sitzt ebenfalls. Gute Flashes Richtung Short und der erste Kill gegen Sky durch Cello fällt schon. Da kann Red mit der P250 zumindest einholen, aber auch Paddy ist erfolgreich und plötzlich ist es eine 3-gegen-3 Situation im Force-Buy. Ah, aber die Smoke liegt nicht ideal, da will man die Bombe legen und Paddy, der zeigt kurz Bein, so wie früher die Frauen kurz Knöchel gezeigt haben unter dem Kleidchen und wird sofort aus dem Spiel genommen. Ja, und was müssen wir jetzt machen? Die Bombe liegt auf dem B-Spot. Es gibt nochmal eine komplette Rotation von Red über die Mitte Richtung A. Und das hat man aber bei Asek auf dem Schirm. Das ist stark. Maeve sucht jetzt hier den Spieler am Monstergang. Die Bombe müssen die CTs auf dem Schirm haben. Mal gucken, was Red hier mit seinem Backstep anrichten kann. Er wird abgeaimt von Asek. Asek. Und das ist die Frage, wer das Duell gewinnt. Da ist ein Ding dabei gewesen, auf beiden Seiten. Die P250 kann jetzt nicht allzu viel anrichten und am Ende eine MP9, einfach Long Range, nicht ideal für den Fight. Und Penta kann die Runde, obwohl sie knapp ausgesehen hat, tatsächlich nochmal rumreißen. Penta jetzt 2. No Limit Gaming weiter auf 0 und wir sehen eine Full Eco. Da wird vermutlich jetzt nicht die Welt anbrennen. Für alle Leute, die gerade vom Big Stream rüberkommen sollten,
mir brennt und mir blutet gerade etwas das Herz. Eieiei. Autschi-bautsch. Das ist echt übel. Nun ja. Molly in die Mitte rein. Sky rennt einfach durch. Gibt blind ein paar Schüsse ab. Einer trifft. Aber erstmal trennt man sich ohne Kill. Und wir sehen wieder das standardmäßig sehr langsame Aufbauspiel auf Overpass. Und da können natürlich die Pistols jetzt nicht allzu viel anrichten. Wir haben zwar drei Deagles, aber ohne Kevlar müssen die Long-Range-Headshots schon auch sitzen. Und der geht durch die Kante, zumindest mal auf den Gegner, aber auch sonst nicht recht viel mehr. Azek farmt sich in der Zeit. Zwei Leute in der Toilette. Maven kriegt auch nochmal einen. Und dann der Spraydown von Azek. Mann, da klingelt es in der Kasse. 4 Kills aus der SMG. 3:0 für Penta. Und das macht mit dem Geld von Azek natürlich den AWP-Pie sofort möglich. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man hier die Scout nicht nochmal eine Runde spielt. Auf der Gegenseite die lange Grüne auf jeden Fall am Start bei Red. Das ist ein schöner Opening aus besagter AWP. Er muss zwar viel Damage einstecken. Damit ist die Runde auf jeden Fall noch nicht in all ansatzweise in eine bestimmte Runde Richtung getiltet. Aber das ist ein schöner zweiter Kill hier von Xen, der den White Swing von Azek antizipiert. Jetzt muss der Trade kommen und er kommt auch. Allerdings mit sehr viel Schaden verbunden bei Freeze. Cello schließt Short aus. Und A hat man komplett offen gelassen. So, Sinn weiß natürlich, dass die CTs jetzt Info suchen, farmt sich hier Freeze einfach ab. Und NLG wird hier als der klare Favorit gesehen in der Abstimmung. 78%, also 7 zu 5, glaube ich. Ja, und Sky, da laufen sie ihm jetzt gerade einfach one by one rein. Paddy kann am Ende den Frag halt auch noch sicher machen. Erste Runde für NLG. Auf geht's. Penta gibt diesem, ja, Eco... Nee, nicht Eco. Ja, Bonusrunde quasi ab, wo sie statt mit AWP mit Scout gespielt haben. Und das bedeutet, dass sie jetzt keinen ganz so bequemen Buy haben. Und ich weiß jetzt auch, warum sich das Casten so ganz komisch angefühlt hat. Ich hatte mein Monitoring nicht an. Alles klar. So, Köpfchen gesehen. Wunderschöner Schuss von Maeve. Und sind aber gleichzeitig auf der anderen Seite der Map den Short-Push abgefangen. Vielleicht ein bisschen überambitioniert, da jetzt doch so früh so ausschließen zu gehen. Bombe wird gepickt in der Mitte. Zwei Spieler sind schon über die Banane komplett durch. Der A-Spot ist offen, weil man eben in die Toilets über lang reingepusht ist. Da versucht man mit der Scout vielleicht noch einen Tag setzen zu können. Aber man geht einfach über den Raum, den man eben erschlossen hat, nach vorne. Rotation von Cello braucht noch ein bisschen. Hat er das auf dem Schirm, dass da zwei Spieler schon komplett auf dem Spot drauf sind. Der gibt die Schüsse ab, er sprayt die Deagle komplett weg. Rechnet dann aber nicht mit dem Bankspieler. Über lang vielleicht noch Maeve mit der Scout-Zugriff. Nein, sein Teammate fällt auf dem Spot, beziehungsweise hinten bei CT. Ja, und jetzt hängt es an Maeve. Will die Scout natürlich durchbringen. Aber das wird denied. Paddy mit dem letzten Kill in der Runde. Und NLG mit der zweiten auf dem Scoreboard. Vic hat 1:2 verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und meines Wissens nach bedeutet das jetzt auch, dass sie raus sind aus den Playoffs. Keine Playoffs für den Big Clan. Und ich muss leider sagen, das sieht mir bei den Jungs einfach gerade alles noch viel zu unsicher aus. Und damit hätten sie wahrscheinlich auch in den Playoffs schlicht und ergreifend keine Chance. Von dem her nicht unverdient, dass da andere Teams weitergekommen sind. Auch wenn mir natürlich als Big Fan
Das Herz blutet. So, Florento, Maeve, der Autodirector, schläft noch ein bisschen. Machen die beiden Opening Frags hier, Paddy und Sin, sind aus dem Spiel genommen. Die restlichen verbleibenden Spieler von NLG sammeln sich noch nicht wirklich. Einer lang, eine Banane, einer im Connector. Und man sucht jetzt die einzelnen Duelle. Und die bekommt man auch. Maeve komplett off guard erwischt worden. Aber Azek an lang die Bombe rausgenommen. Und die ist gerade eigentlich nicht contestbar. Man weiß, ein Spieler ist auf dem Spot. Cello hat einen Early Backstep. Ja, im zweiten Ansatz dann der Spraydown erfolgreich. Oh, da kann man dann am Ende die Runde doch noch relativ clean aufräumen. Also das hat gefährlich ausgesehen, nachdem man da so den Free Kill auf dem A-Spot hergegeben hat. Aber NLG stand noch sehr gespreadet auf der Map. Und das kann man dann nicht rechtzeitig zusammenfahren und kanalisieren, um eben auf dem Spot dann die Bombe zu legen. Es gibt nochmal den Buy. Vielleicht sogar nächste Runde nochmal den Buy. I don't know. So, was macht man jetzt? Man hat keine Mitte-Kontrolle, noch nicht. Man will das Ganze jetzt aus dem Connector heraus und über Fountain anspielen. In der Mitte steht nur Maeve mit seiner AWP. Und den Engel hatte man sowas von auf dem Schirm. Wow. Nicht schlecht. Nate auch ohne Effekt. Wieder den Opening Kill für Penta. Die Jungs sind gerade sowas von ready. Aber 4 gegen 5 ist immer noch winnable. Maeve, schöner Schuss dagegen lang. Muss wenig Schaden einstecken. Wichtig für eine AWP, dass sie da auch sich die Zeit lassen kann beim Schuss. Ansonsten ist man eben nur noch dafür gemacht, Angles zu halten. Double Setup am Truck. Ein Spieler wird rausgenommen. Double Peak von Truck. Auch das schön gelöst. Und Red, oh, kriegt tatsächlich sogar noch mal einen Kill aus seiner AWP. Das hatte ich nicht erwartet. Aber man ist ihm quasi auch direkt ins Crosshair gelaufen. Und Penta macht die fünfte Runde klar. Kein Bombplant für NLG. Geldtechnisch schaut es jetzt nicht ganz so rosig aus. Die werden vermutlich den Half-Buy spielen müssen. Wir sehen Deagle, Kevlar, bisschen Util, nicht die Welt. 5 Deagle, 3 davon mit Kevlar und eine dieser Deagle mit Kevlar-Kombination sogar mit Doppelflash-Smoke. Das war's. Das sind die Waffen der Runde hier auf der angreifenden Seite. Bombe hat man oben Top-Connector liegen lassen, beziehungsweise Top-Ladder. Es scheint auch, dass das neue Lineup eine gute Wahl war. Penta hat ein... Ja, also ich war tatsächlich auch gerade kurz verwirrt, warum Penta noch spielt, aber... Anyway, es ist wie... Oh Gott, das Timing von Maeve. Und dann geht er in den Repeak. Das ist risky. Kann so eine Deagle durchaus auch mal eine ordentliche Schelle geben. Und Freeze auch da komplett... Mit den Eiern, obwohl er gespottet wurde, geht er nach vorne. Maeve macht nochmal den Kill. Sky, der einzige bis dato, der mit dem Minimalinvestment erfolgreich war. Auf den Spot ist man draufgeladen. Es gibt einen Reload. Xen pusht rum und hat auch Fokus gegen Lang, weil er die Schritte gehört hat. Jetzt kommt es drauf an. Was kann Freeze hier machen? Double Spraydown sitzt. Wunderschön gelöst. Und das schauen wir uns nochmal an. Die Ruhe im Aim gerade. Wichtig, wenn einem da zwei Leute double peaken. Erstmal der Kill von Xen. Und dann hier. Double Peak wird gecallt. Beide treffen mit den Pistols nicht. Und er bleibt ruhig, obwohl er die Schüsse in seinen Körper einschlagen hört.
Sechste Runde für Penta. Ja, und Maeve macht direkt weiter. Erste Full-By-Rifle von No Limit Gaming ist schon mal aus dem Spiel genommen. Wir sehen natürlich jetzt gerade dieses typische Overpass-Spiel. Sehr, sehr langsamer Aufbau auf der T-Side anlang. Ja. Azek kommt da gerade so nochmal weg. Hätte auch durchaus Off-Guard erwischt werden können. Braucht jetzt Support vom Spot. Gewinnt sein Duell aber auch einfach solo. Maeve schaut da gar nicht großartig rein mit seiner AWP. Red flasht sich selber nochmal nach vorne, aber die Counter... Nein, es ist eine Counter-Flash. CT-Flash gewesen tatsächlich. Und er sucht jetzt hier irgendwie nochmal den Turnaround. Wieder die doppelte Überzahlsituation für Penta. Und während sich Red nach vorne sneakt, schließt die Bombe langsam auf. Die Flanke arbeitet über die Toilette. Und da hat man den Spieler gesehen. Schießt allerdings daneben. Red mit der AWP nicht erfolgreich gewesen. Ja, und in den Toilets hört aber Azek da sämtliche Schritte. Weiß, dass das nie und nimmer der A-Spot wird. Gibt dementsprechend auch den Befehl zur Rotation. Reese steht da schon mit zwei seiner Kollegen auf dem B-Spot. Und dort werden sie die verbleibenden No Limit Gaming Spieler mit offenen Armen und wartenden Waffen empfangen. Der erste Spieler crossed. Checkt aber nicht ganz den Angle. Plötzlich ist es nur noch Sinn. Schöner One-Tap da von ihm. Wird aber angegangen durchs Holz. Verliert fast alles seiner HP-Reserven. Drei noch bei ihm. Und vier Gegner, also selbst wenn er pro HP-Punkt einen Gegner holt, ist das nicht mehr drin. Und der Spraydown von Freeze, no way! Vielleicht haben wir den One-Tap drauf. Nee, haben wir nicht, aber das ist, oh mein Gott. Der Riecher, die Tür gehört und dann einfach, wow. Jawohl. Das ist ein Tilter. Der Nate-Stack jetzt gegen die Boost-Position kommt solide, aber es ist nur eine Nate gewesen. Also es ist kein Nate-Stack, sondern ja, alles andere bloß kein Nate-Stack. Flashes, um auf den Spot drauf zu gehen. Erster Spieler ist komplett blind. Sinn macht er auf den Kill. Free Kill für Paddy Xen. Beide kommen sie auf den Spot drauf, clearen und bekommen Waffen. Kevlar ist mit dem Loser-Bonus entsprechend vorhanden. Die Nate auf dem Spot tut zwar weh, aber die Runde ist weg. No Limit Gaming holt sich das. Free Kill nochmal für Maeve, aber der steht meilenweit vom B-Spot entfernt und wird hier diesen Retake auch gar nicht mehr großartig angehen. Dementsprechend jetzt auch drei Spieler auf die Jagd geschickt über den T-Spawn. Hinten geht's Richtung Fountain, um da die AWP unter Druck zu setzen. Und Azek, der rotiert zu seiner Hilfe, zur Hilfe von Maeve, um eben dort die lange grüne, die teure Waffe zu beschützen. Aber NLG findet den Kill nicht wirklich und dementsprechend wird man hier die Waffe, wie es scheint, durchbringen. Oh, da hat man nochmal ganz kurz auf der Minimap gesehen, dass da beinahe Contact war, aber... Dann war die Runde schon vorbei. So, was schreibt der Chat? Penta hatte meines Wissens, was, das ist richtig, Penta hat aber dann ein neues Team gesigned, nachdem sie das alte gehen haben lassen. Ja, schwierige Kiste. Möchte ich gar nicht großartig bewerten. Penta klarer Favorit hier, auch wenn die Odds extrem auf NLG liegen. Hab seit langem Freeze auf dem Schirm, crazy talentiert und das Team hat echt eine schöne Synergie. Schreibt Becky, OG. Ich finde das Lineup von NLG stärker, sagt Cheferto. Ein extremer Red-Fan, aber hier klar auf der Seite von Penta will, dass Freeze was erreicht. Jawohl! So ist das. So, das ist eine typische Smoke, die man ganz gerne mal auf der CT-Seite verwirft. Die hat nämlich eine riesen Gap, da können die Ts, glaube ich, durchsneaken, wenn sie es denn wollten. Vor allem gibt sie die Position
Left-Side, beziehungsweise aus T-Sicht Right-Side-Monster bekannt. Und da steht Xen auch direkt mit der entsprechenden Flash, um diese Position eben aus dem Spiel zu nehmen, bereit. Aber sie sind sich noch nicht ganz sicher, wo es hingehen soll. Ah, wir haben die erste Minute Overpass-typisch mit ein bisschen Blabla verbracht. Und jetzt geht's auf den Spot. Execute. B-Spot ist der Call. Aber in der Smoke wartet Cello und Florento. Cello kriegt zwei. Red mit ebenfalls zwei Kills. Man hat halt schon ausgeschlossen. Hinten hört man den Connector-Step. Azek kriegt direkt mal einen ordentlichen Hit mit. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Welche Map wird das zweite Game? Weiß man das? Ja, das weiß man. Oh mein Gott, Azek brennt runter. Mirage soll Map Nummer 2 werden. Starke Nade gegen Sin und Azek kriegt einen Freekill. Warum man da nicht nochmal auf den B-Spot drauf arbeitet oder mit der Position rechnet? Fragwürdig. Paddy muss jetzt hier den Trade machen. Kriegt er auch. Rotation jetzt über den CT-Spawn Richtung A. Und ein schneller Backstep von Freeze. Ersten Kill holt Maeve. Und Sin kann die Bombe nicht mehr legen. Kann die Bombe nicht mehr legen. Keine Zeit mehr. Und damit Penta in Mitte der 8. Runde. Also ich sag's euch, inzwischen caste ich lieber Nuke und Vertigo als Overpass. Ich habe mich da der Venom'schen Theorie angeschlossen, dass Overpass einfach die stocklangweiligste Map überhaupt ist. Vor allem, wenn beide Seiten so unglaublich passiv spielen. Immer wieder sehen wir kleine Moves, kleine Gimmicks, die ausgepackt werden, um vielleicht mal ein Opening zu setzen. Keine schnellen Executes. Ja, schön von Azek, dass er da lang aggressiv geht. Damit hat er sehr viel Raum und Info. Sky kriegt allerdings den Spieler auf dem Spot. Und Cello, der ist jetzt gefordert. Am Monsterholz steht er, holt sich den Monster-Pusher. Und im Wasser Florento. Florento mit einem wichtigen Kill. Ja, damit macht er und nimmt er Druck raus aus der Map. Zweiter wichtiger Kill von ihm. Und jetzt hängt es an Paddy. Der muss die Bombe noch legen. Hat er zumindest schon mal auf dem Rücken. Drei Spieler aber inzwischen auf dem B-Spot angekommen. Vielleicht kann er nochmal etwas Zeit rausnehmen. Paddy verrät jetzt seine Position. Azek, der nach hinten abgehämt hat, instant mit dem Kill. 9:3 schon. Also die CT-Seite sehr stark unterwegs gerade. No Limit Gaming auf der T-Side haben noch nicht ganz in ihren Flow gefunden. Und da wird dann wahrscheinlich auch zu Recht die Pause gecallt. Weil man sich doch nochmal besprechen muss. Das Geld bei NLG nach einer gewonnenen Runde. Ich glaube, wir sehen den Rundenverlauf ist sehr typisch gerade nicht. Aber wenn mich mein krasser Kurzzeitgedächtnis nicht trügt, war da eine Runde dazwischen, die NLG gewinnen konnte. Es gab auch dieses Mal keinen Bombplan. Deswegen hat man ein bisschen überlegen müssen, was man macht. Wir sehen auch fehlende Granaten und nur die Galil bei Sky. Aber man hat sich nochmal was überlegt. Erster Spieler pusht über den Monster nach vorne. Florento, easy kill für ihn. Hat dann gutes Timing erwischt. Nochmal Sprays in die Smoke. Ich glaube, da war sogar ein Ding dabei. Paddy kommt gerade so noch mit 10 AP weg. Aber die Nate... Oh, 99 Damage. No. Uff. So, wo kommt die Smoke denn hin? Very interesting. Alles klar. Aber hat natürlich gerade gar keinen Effekt. Immerhin drängt sie Azek zurück aus der Banane, weil er sich nicht traut, hier vorne alleine gekapselt zu fighten. Sie entscheiden sich jetzt gerade für den Long Take, wie es aussieht. Nein, auch da wird der A-Spot wieder passiver gehalten. Rotation von Florento jetzt auf dem Spot. Maeve macht den Opening. Smokes. Auf den Spot. Über die Toilets geht's nach vorne.
Und Paddy soll den Entry machen. Mit der Flash aus der Smoke raus. Paddy fällt. Sky muss jetzt retten. Kriegt einen, wird getradet. Das Setup ist gerade zu gut. Von Penta. Da kann ein NLG gerade nichts machen. Sie geben gerade nur noch Waffen her. 22 Sekunden auf der Uhr. Die Bombe liegt auf dem Default. Train ist langweiliger als Overpass, schreibt Linglinger hier gerade. Alles klar. Nö. Nö, finde ich nicht. Ich finde allgemein sehr passives Spiel. Na, hasst mich dafür oder lasst es bleiben. Eure Entscheidung, aber ich finde allgemein sehr passives Spiel. Kann effektiv sein, kann schön sein, aber auf Overpass ist es einfach nur anstrengend. Hast im Grunde genommen, hast du einfach keine andere Wahl. Ne? Du musst irgendwie diesen kompletten Raum als T kontrollieren, um einen Late Execute zu spielen. Oder du rusht halt. Du rusht so, wie es Sky gerade vorhat. Aber mit der Connector-Kontrolle hat man hier einen schnellen Zugriff auf Short. Stark gemacht. Einen kriegt er, Sinn, aber sofort mit dem Trade. Trotzdem stehen schon viele Spieler auf dem Spot ready. Freeze hinten auf der Bridge. Sie finden die Spieler hinter der Smokeball nicht. Und Freeze kriegt hier ein easy Geschenk. Sie zwei Spieler hinten am Pillar. Aber Xen macht am Ende tatsächlich Freeze den Kopf kürzer. Und jetzt ist es eine 3 gegen 3 Situation. Reload im Wasser hat man gehört. Da versucht man jetzt die Smoke entsprechend auszutanzen. Und das funktioniert gut. Sinn wieder aus der Tech-9. Zweiter Kill jetzt schon für ihn. Und Maeve hat sich gerade in seiner Position verraten. No Scope sitzt nicht. Aber auch die Deagle findet kein Ziel. Und jetzt kann Cello aktiviert werden. Mit der Ablenkung auf Short. Aber dadurch, dass jetzt der Connector-Spieler fällt und immer noch ein Spieler auf dem Spot ist. Ach, das ist ein Free-Kill. Oh nee, ist es nicht. Was? Kann Xen hier, dachte ich eigentlich, die Runde schon gewinnen, indem er einfach am Leben bleibt. Aber er macht den Kill. Auch eine Option. Overpass ist echt langweilig, Mirage wird besser. Wahnsinn, was Penta spielt, überzeugt mich gerade. Ja, Penta spielt das echt stark. Also die sind, glaube ich, on point, haben gutes Gefühl auch für den Gegner. Aber haben doch immer sehr viele Spieler verloren. Und das sieht man jetzt hier in dieser Force-Ball-Runde. Dieser letzten Runde der ersten Hälfte. Was? Okay. Okay. Not bad. Not bad. Und ich bin gerade versucht, das Replay direkt einzuspielen. Aber das Risiko gehe ich dann doch nicht ein. Auch wenn ich nicht glaube, dass in den nächsten 30 Sekunden großartig was passiert hier auf der Map. Oh, schöner Scout-Schuss da von Maeve. Respekt. So, jetzt müsste man hier eigentlich die entsprechende Waffengewalt ausspielen, die man zur Verfügung hat, aber Penta sowas von gar nicht nervös. Also wirklich überhaupt nicht nervös. Bleiben einfach nur ganz entspannt stehen. Haben Maeve auf dem A-Spot mit den Jump-Spots. Ah, und jetzt kommen die Granaten auf den Spot reingesegelt. Es gibt eine Support-Flash für den Monster-Push. Ah, aber Freeze kriegt einen. Paddy mit dem Trade, schön von Sky gelöst, da im Wasser. Rechnen sie mit dem zweiten Spiel? Nein, schöne Zangenbewegung. Oh, da fallen sie wie die Fliegen. Cello am Ende dann aber nicht mehr erfolgreich gewesen. 28 Sekunden noch auf der Uhr. Die Bombe liegt im Wasser. Paddy smoked sich selbst ab, rechnet mit dem Backstep. Aber die Scout ist oben auf dem Spot. Und die Zeit wird knapp. 17 Sekunden, 15 Sekunden. Er muss was machen. Die Bombe scheint im Pit bekannt zu sein. Wow, nicht schlecht. Verdiente 11. Runde hier von Penta und No Limit Gaming. Viel zu zögerlich und deswegen auch keine zusätzliche Runde. 4 Runden Puffer auf der CT-Seite ist verdammt wenig, Leute. Ist verdammt wenig, auch wenn Penta jetzt auf die vermeintlich schwierigere Seite gehen muss, sehe ich hier doch eigentlich fast schon den Map-Sieg von Penta mit dem Halbzeitstand.
Was jetzt? Also, es gibt viermal Kevlar, Hälfte Nummer 2 ist live, Doppelflash Smoke bei Cello. Penta scheint den gleichen Plan zu haben wie zuvor No Limit Gaming. Die verteidigen erstmal den B-Spot mit 3 Leuten. Die erste Flash kommt. Man kann aber noch crossen Richtung Barrels. Und das ist ein schöner Kill von Maeve. Hinter Barrels steht immer noch einer. Und da kriegt man einfach den Spieler nicht rausgenommen. Jetzt Asek auf dem Spot unter Druck gesetzt. Er moved nochmal rum, versucht sich einen anderen Angle zu holen. Und den kriegt er auch. Inklusive Kill serviert gegen Paddy. 2-gegen-2 Situation jetzt. Die Rotation braucht noch ein bisschen. Viel Schaden gegen Sinn. Der hat keinen Kevlar. Dementsprechend die Glockschüsse sehr viel tödlich. Aber haben sie hinten den Backstep auf dem Schirm? Das ist die Frage. Red wartet erstmal nur ab. Genauso wie Sinn, der nur passiv steht. Und sie lassen den Plan zu für Panther, so wie es ausschaut. Stallmate. Mexican Standoff. Nenn es, wie du möchtest. Red jetzt mit dem Move nach vorne. Free Kill für ihn. Zweiter Schuss sitzt nicht. Der bewegt sich zu schnell. Jetzt wird Sinn aktiviert. Die Runde jetzt sauschwer für Asek. 2 Kills hat er schon. Er braucht den 4K, um die Runde zu klatschen. Und das sind halt easy Schüsse für Sinn. Ein sneakendes Ziel, das nur den Kopf zeigt, lässt auch am Ende nur den Headshot zu. Und No Limit Gaming gewinnt die Pistolrunde. Ich glaube sogar die zweite. Nee, Penta hatte die erste gewonnen. Also jeweils eine Pistolrunde auf beiden Seiten. Auch sehr interessant, dass man hier immer wieder die Tür vom Connector aufsprengt, damit das eben nicht mehr genutzt werden kann von den Ts oder eben auch von den CTs, um hier auf Info zu spielen. Dadurch, dass die Tür nicht mehr geschlossen werden kann und man möchte dadurch, kann man da das Ganze geräuschlos tun. So, aber Short hat man sehr viel Kontrolle. Und es warten schon 2 Spieler bei NLG in den Toilets. Schönes Crossfire-Setup. Guter Farm hier. Red kriegt allerdings nur einen. Die Runde wieder sündhaft teuer. Aber Xen schon da mit der Rotation. Die Smoke auf dem Default ist ebenfalls ready. Und jetzt sind sie gerade im Überlegen. Oh mein Gott, die haben instant die Rotation gecallt. Aber mit der Flash kommen sie auf den Spot drauf und können theoretisch die Bombe legen. Und zwar in der Smoke. Und da gibt es noch eine weitere Smoke, um einen der beiden Entries auf den Spot abzuschließen. Da war man etwas voreilig mit der Rotation. Köpfchen gesehen. Instant Ding gegen Xen. Der ist jetzt low. Sie gehen zu zweit über die Bank nach vorne. Trade ist ebenfalls da. Und Freeze macht das allerdings sicher. Kriegt die M4 präsentiert und sie gewinnen den Force-Buy. No Limit Gaming jetzt mit dem Rücken an der Wand. Geld schaut ganz schlecht aus. 2 Leute bei 1400 Dollar. 2 Leute bei 1700 Dollar. Nur Paddy hätte genug, um eben nächste Runde mit einem Safe investieren zu können. Dementsprechend wird hier geforst. Weil man muss und nicht, weil man will. Schön auch von Panther gespielt, dass man da so ruhig bleibt. Und sich nicht austanzen lässt von der schnell rotierenden CT-Seite. Cello zieht nach vorne. Macht auch sicher mit den Taps hinten den Spieler im Graffiti. Und auch das Wasser wird gecheckt. Einfach, das ist ein cleaner Go auf den B-Spot gewesen, Leute. Ohne viel Utility. Ohne großartiges Investment. Und das muss hier die 13. Runde sein. Nur Red auf der Scout. Und der kann die eigentlich fast safen gehen, weil er wird in dieser Runde nichts mehr zu melden haben. Und deswegen müssen wir mal gucken. NLG gerade mit keinem guten Standing. 13. Runde für Penta ist inzwischen quasi gesetzt. Die Bombe explodiert in ein paar Sekunden. Und sie gehen sogar den letzten Spieler an. Es gibt zwar einen Scout-Tag, aber keinen zweiten Schuss, der da die Mini-AWP von Red verlässt und sein Ziel findet und damit zumindest diese Waffe durchbringen könnte.
Es ist der Clean Sweep gegen den Forspy. Es ist die Eco. Es ist vermutlich die 14. Runde von Penta. Und es ist keine Pause gecallt. Also man spielt komplett auf Overtime. Penta jetzt mit der Möglichkeit, hier richtig, richtig, richtig viel Impact zu haben und weit vorweg zu kommen. Nur noch zwei Runden davon entfernt, hier die erste Map zu gewinnen. Und direkt den ersten aus der Mitte weggefischt, Paddy. Ein Kopf kürzer. Contact Play über Shore. Sendet den ersten viel Schaden. Instant Trade von Sky. Das ist eine Free AK, die man hier auf dem Spot kriegt. Red hat sich versteckt an der Treppe. Der Trade von Freeze kann nicht kommen, aber der A-Spot komplett gefallen. Das sind immerhin schon mal zwei AKs und damit deutlich bessere Chancen, um hier die Runde zu klatschen. Und Azek, der hört die Schritte und er geht sofort rein. Die AK vorne weggelaufen. Kleiner Fehler, der instant bestraft wird, weil jetzt die Waffen halt echt suboptimal sind und Azek rechnet sogar mit dem Walkaround, aber Sky geht oben über die Party, trotzdem kommt man über lang weg und das ist ein guter Timing-Peak. Man treibt damit den letzten Spieler in die wartenden Arme von Azek und obwohl die Runde mit den zwei Kills gerade ein bisschen gefährlich ausgesehen hat, closed man das Ganze sehr solide. Die Kommunikation bei Penta on point, man callt alle Spieler, hat schönes Positioning und damit auch verdient hier die 14. Runde geholt. Von wem war der Overpass-Pick? Es gibt keine Picks bei der ESL-Meisterschaft. Es gibt nur Map-Buns, zwei Stück pro Team, die sich auch überschneiden können. Die verbleibenden Maps im Pool werden per Random gezogen, beziehungsweise zwei Stück aus diesem Pool. Und damit versucht man jetzt eben etwas mehr Diversität bei den Matches zu erzeugen. Und Forst auch ganz klassisch die entsprechende... Oh mein Gott, der schnelle Go auf den Spot. Das müssen wir kurz besprechen. Freeze, 1, 2, Florento, der dritte Kill, der Spot gefallen, die AWP ohne Impact und Paddy mit dem Backstep, wird aber abgefangen von Maeve und das scheint mir der nächste Clean Sweep hier von Penta zu sein. No Limit Gaming, ohne Chance auf dem B-Spot. Red, laufen sie jetzt noch rein? Nein, aber er kann einen Schuss setzen und einen No-Scope hinterher oder einen Quick-Scope, wenn ich hier auf den Kill-Feed schaue. Aber mit 19 HP sollte er dem Untergang geweiht sein. Kriegt nochmal den Schuss raus. Verliert aber die Hälfte der verbleibenden HP. Und läuft um sein Leben in die Glock von May. 15 zu 5. Und was ich sagen wollte ist, durch dieses Map-System hat man natürlich die Möglichkeit, etwas mehr, einen etwas breiteren Map-Pool zu forcieren, weil die Teams sich potenziell immer auf 5 Maps einstellen müssen und die auch können müssen, wenn man sehr beliebte Maps, wie zum Beispiel Inferno, immer wieder sieht, ist das natürlich jetzt auch nicht das Grüne vom Ei, das Gelbe vom Ei, so. So, Maeve macht den Opening hier mit der AWP, der Autodirector hat die Map wohl schon abgeschlossen, so wie es ausschaut, hat keinen Bock mehr. Nicht auf dem Schirm gehabt. Und es gibt eine Flash gegen Lang. Doppel-Setup in den Toilets. Das scheint der Plan zu sein. Oh mein Gott, Paddy schläft! No way! Florento, auch nochmal einen gefunden. Und es ist am Ende Clean Sweep. Einer von hinten kann man da, den kann man noch holen. Xen rotiert instant Richtung B. Versucht hier nochmal Impact zu bekommen. Flasht sich jetzt selber auf den Spot drauf. Zweiter Schiebe über den Connector kommt ebenfalls. Dann sollten aber beide Spieler bekannt sein. Und einer wird sogar noch von Freeze abgefischt. Jetzt hängt es an Xen. 1 gegen 3. Er muss zuerst mal den Backstep clearen. Wird gespottet. Kriegt ins Gesicht. Und damit war das hier ein sehr solides 16 zu 5. 16 zu 5, glaube ich. Mann, mein Caster Kurzzeitgedächtnis. Anyway, ganz solide Leistung hier von Penta. Nicht nur, nein, nicht solide, das war stark. Das war stark gespielt, das war ein wunderschönes Overpass. Das kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Die CT-Seite war eine Wand und gegen diese Wand sind No Limit Gaming ein ums andere Mal gefahren. Ja, sie haben viele Spieler und Löcher reingemacht in diese Wand, aber am Ende
musste noch ein Forceball gespielt werden bei den Jungs von Panther. Und selbst den haben sie gewonnen. Also 11-4, sehr krasse Leistung. Pistolrunde gewonnen. Dann müsste es theoretisch ein 16-5 gewesen sein. Also GG well played an der Stelle. Wir gehen in eine ganz kurze Pause, sehen uns dann wieder zu Map Nummer 2. Das wird sein Mirage. Mal gucken, vielleicht können sich NLG hier die ersten Punkte sichern. Oder wird Panther hier vielleicht der neue Favorit der Gruppe? Wir werden es herausfinden. Bis gleich. Fall behind again, just keep on moving on.
Stressful.
life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Vibe until the morning, sleep until the noon. Yeah, yeah. You said that you want it, so I got it for God. You. Let's all get together and show them how we move, we move, we move. Three, two, bringing one, summer to drive. You. Ein Satz mit X, das war wohl nix, glaube ich, das kann sich NLG gerade hier auf ihre AKs und auf ihre M4s schreiben. Da war auf Overpass ganz klar der Wurm drinnen. Und wenn der Wurm drinnen ist und Penta dann so stark aufspielt, dann ist halt auch ganz schnell vorbei. Also wirklich für Penta Esports da gerade ganz starkes Showing, was sie auf Overpass gezeigt haben. Die CT-Seite, ich hatte das ja kurz nach dem Match schon erwähnt gehabt, war eine Wand und NLG ist da reingelaufen, haben zwar Spieler rausgenommen und damit ein paar Löcher reingemacht, aber am Ende stand die Wand halt immer noch und das Ergebnis hat das wieder gespiegelt. 11-4 das Ganze zugunsten von Penta nach der ersten Hälfte, nach den ersten 15 gespielten Runden nur 4 für NLG. Und obwohl die Pistol-Runde drin war, obwohl sie theoretisch den Grundstein, die Foundation gelegt haben für ein potenzielles Comeback, sollte am Ende einfach nicht möglich sein, dass sie hier wirklich die Map rumdrehen, dass sie nochmal rankommen, dass sie sie competitive machen. Nein, das war vorbei, es war einfach nicht das Spiel drinnen, was sie sich vorgestellt haben. Und jetzt geht's auf Mirage. Mirage, eine Map, wo ich normalerweise eigentlich sagen würde, kann mega spannend werden. Allerdings kommt es ein bisschen drauf an, wo Penta startet, glaube ich. Weil, wenn Penta auf der CT-Seite startet und NLG wieder so passiv spielt, wie sie es auf ihrer eigenen T-Side gemacht haben. So, jetzt muss ich da gucken, dass ich keinen Wurm reinbringe, ja. Dann, glaube ich, könnte es tatsächlich auch wieder ein bisschen langweilig werden. Ich glaube, das Setup bei den Penta-Jungs könnte gut werden. Wir wissen natürlich gerade nicht allzu viel über die Teams, wie sie gespielt haben in den verschiedenen, auf den verschiedenen Maps, weil, hey, es ist da der Anfang der Gruppe B, es ist der Anfang dieser, sag ich mal, frischen, jungen und jungfräulichen Season. Wir können nochmal vielleicht ganz kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, während wir hier darauf warten, dass das Match eben losgeht. Und zwar sehen wir hier, wenn wir bei der Gruppe B jetzt gucken, da konnte sich Penta also direkt mal absetzen, haben die ersten 3 Punkte geholt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es um die Parallelmatches steht, aber wenn ihr da Lust habt und wenn ihr euch da informieren wollt, dann macht das gerne. Dafür haben wir ja auch bei der ESL-Meisterschaft eine Webseite. Und die könnt ihr mit eslmeisterschaft.de besuchen. Klickt ihr hier links auf CSGO Matches und dann seht ihr hier, welche Matches stattgefunden haben. Also Penta hat gewonnen und es gibt wohl oder gab wohl etwas technische Probleme bei dem zweiten Stream. Da steht es zwischen Attex und es ist Covana Gaming. Ich will die ganze Zeit OG sagen, aber es ist ein ZG für Covana Gaming. Steht es 8-3. Also der Favorit Alternate Attex führt aktuell. So, aber wir wollen natürlich nichts verpassen, gucken deswegen immer wieder auch auf den GoTV-Server hier zu meiner Linken und warten darauf, dass sich die Teams bereit erklären. Ich glaube, es sollte um 12 nach losgehen und wir haben dann noch natürlich das GoTV-Delay. Das heißt also, können noch ein wenig quatschen. Hattet ihr erwartet, dass Penta da so drüber fährt? Hat man gefragt, Mac by Peace, glaube ich, hatte das gefragt, wenn ich dich richtig ausgesprochen habe. Hoffe, ich bin da keinem auf die Füße getreten. Nein. Hatte ich nicht erwartet und hatte wohl auch der innere Kreis von Penta nicht erwartet. Die haben zwar ein starkes Spiel am Wochenende gesehen, das ich nicht gesehen habe, aber da war wohl nicht so eine Überfahrt am Start wie heute gerade. Aber wir werden sehen, was jetzt auf Mirage passiert. Das ist nämlich live. Mirage, die Knife Round. Auch hier wieder wird entschieden, wer auf welcher Seite starten darf. Oh, das ist sehr chaotisch und schaut dieses Mal tatsächlich eher so aus, als ob
dass No Limit Gaming gewinnt. Damit dürfen die auf der CT-Seite starten und wir sehen vielleicht das auch schon auf Overpass. Etwas schnelleres Spiel von Penta jetzt erstmal auf der T-Side. Ich weiß es noch nicht genau. Hier passt natürlich die Best of 2 Anzeige an. Und da steht das aktuell gerade 1:0 für Penta. Lasst mich das nach der Pause nicht vergessen, das zu switchen. Und ja, kurzes Sellout noch hier in der Freestyle. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, wenn ich das einigermaßen gut mache hier beim Casten, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Support da lasst. Und zwar mit einem ganz einfachen Klick auf meinen Twitter-Link und einen Follow. Kostet euch nichts und mich supportet das Ganze enorm, weil Social-Media-Reichweite hier, E-Sports da, ihr kennt das Thema, ist halt einfach unser Brot und Butter. Von dem her, wenn ihr da ein bisschen Luft habt, macht das gerne. Pistol Round ist erstmal live und First Contact hier an der Rampe. Sky kann hier mit ein paar schnellen Schüssen aus der USP keinen Opening setzen. Cello hat überlegt, ob er hier seinem Teammate aushelft, wird aber die Schritte zurückgehört haben. Dementsprechend erstmal nur vorsichtiges Abtasten hier auf dem A-Spot. Cello, perfektes Timing mit seinem Peak gegen Paddy. P250 macht da den One-Shot. Ich glaube, auf die Close Range hätte auch die Glock den One-Shot gemacht. So, und wie es ausschaut, soll es auf den B-Spot gehen? Auf den A-Spot gehen? Und da wartet die Pistol von Sky. Steht noch relativ offen. Erste Schüsse verraten die Position. Er versucht sich kurz zur Wehr zu setzen. Aber da ist quasi gerade nichts zu holen. Bombe war offen gelegt, Sky traut sich aber nicht in den Peak. Sinn holt dafür nochmal einen. 3 gegen 4 Situation, aber die Positionen von No Limit Gaming gerade sehr suboptimal. Müssen halt erstmal auf den Spot draufkommen. Und haben da nicht wirklich den Zugriff. So, Azek hält hinten Jungle Clear, an Bank arbeitet sich Xen nach vorne, aber da ist ein zweiter Spieler im Jungle, den haben sie nicht auf dem Schirm. Azek Freeze, beide mit einem Kill gegen Sky und Xen und der letzte verbleibende ist Sin und den kann sich Azek ebenfalls entspannt abfarmen. Penta führt auch hier wieder 1:0. Auch schon auf Overpass gewinnt man die erste Pistolrunde. Und da wird die Mitte sehr aggressiv angespielt. Man kann natürlich aktuell gerade nicht allzu viel machen. Schöne Flash in die Mitte, aber die Spieler sind ready. Und damit ist die Runde eigentlich auch schon wieder fast vorbei. Ein einziger A-Side-Verteidiger existiert da noch und Florento ist schon komplett durchgekommen ins Window. Kann damit in der Theorie den Backstep auch spielen auf dem B-Spot. Aber das Murderhole ist noch zu. Dementsprechend da die Info sofort da, wenn man eben durchgeht Richtung CT Spawn. Aber man ist halt schon sehr weit auf den Spot drauf. Florento holt den Spieler im CT. Rotation braucht noch von B ein bisschen. Florento macht auch sicher den letzten Kill gegen Rampe. 3K schon bei ihm. Und gleichzeitig gewinnt man überall auf der Map seine Duelle. Was natürlich auch nur eine logische Konsequenz des Buys ist. Alternate Attacks führt 11:4. Wurde mir hier gerade gesagt, ist natürlich mit 3 Minuten Delay, meine Freunde. Ist mit 3 Minuten Delay, nicht vergessen. Und da wird Pause gecallt. Weiß nicht genau wieso, aber ist auch Wayne. So, Penta
hat jetzt eigentlich eine Pflichtrunde vor sich. Nur USPs, also quasi überhaupt kein Investment. Und da kann man den ersten Kill schon mal sicher setzen. Das ist sogar ein Schuss durch die Kante. Oh mein Gott, der Midcrunch, der funktioniert gut, aber sie räumen gleichzeitig den A-Spot auf. Die Bombe sollte also ohne Probleme gelegt werden. Man kommt trotzdem an die entsprechende Rifle und die MAC-10. Und Maeve cleart direkt das Window. Viel Damage gegen Sinn. Red, oh, kriegt tatsächlich nochmal einen for free. Mit seiner MAC-10 und einer AK. Oh mein Gott, die werden sie jetzt auf jeden Fall saven. Das heißt, die Runde ist gegessen. Azek steht da mit der Lampenflash ready. Sollten sie tatsächlich nochmal andiffusen. Aber mit der gesaveten AK, mit der gesaveten Galil ist einfach deutlich mehr bei drinnen in der nächsten Runde. Und die Wahrscheinlichkeit hier ohne Kevlar noch großartig Kills zu machen, geschweige denn die Runde zu holen, ist quasi null. Also geht man lieber in den Safe. Nimmt diese beiden Rifles mit als Geschenk der T-Side, nachdem man selber kaum was investiert hat. Kann jetzt hier wirklich einen sehr bequemen Fullby spielen. Ermöglicht auch eine AWP mit einem komplett vollen Gürtel bei Red. Aber Penta geht erstmal 3:0 in Führung. So, Window Smoke ist raus. Man sieht das Ärmchen von Freeze, der da den Molly in den Connector wirft, aber kann ihn nicht allzu sehr punishen. Es sind nur in Anführungszeichen 25 HP-Punkte. Wobei am Ende kann das durchaus kriegsentscheidend sein, sollte es hier ins Duell zwischen einer Galil und einer M4 mit der AK gehen. So, schöner Kill von Paddy. Geht nicht ins zweite Duell, nachdem er da doch einiges an HP verloren hat. Freeze soll die Rotationen über die Mitte abschneiden und kriegt da auch einen Easy Kill gegen Sky. Damit muss Xen hier auch immer wieder Richtung Short schauen. Und er scoped, das heißt, das hört man auf jeden Fall in den Apps. Und jetzt warten sie. Nehmen erstmal das Tempo raus. Penta möchte hier noch nicht auf den Spot drauf. Wollen erstmal die Info kriegen, wo sind die Spieler und wie können wir das Ganze nochmal angehen. Ich glaube, Doppel-Setup Richtung Short. Quad-Setup jetzt. Triple-Setup sogar Richtung Short jetzt. Nochmal ein Reload, den man auch hört bei Sinn. Aber der war eben gerade der Untergang. Jetzt gibt es nochmal eine Flash auf dem B-Spot drauf. Ich glaube, das ist ein zweite Welle-Go, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie haben ja den Spieler im CT. Schön von Azek gemacht, hier nochmal den Opening zu setzen. Aber einfach wird es nicht. Zwei Spieler Richtung Short. Den ersten sieht man, den zweiten sieht man auch. Aber man kann die Kills nicht machen. Xen mit 1, 2 sind ebenfalls nochmal da. Plötzlich Jello, Last Man Standing. Die Bombe auf dem Rücken, die Zeit knapp, die Rotationen da. Geht der Bombplan überhaupt noch durch? Nein, tut er nicht. Und damit die erste Runde für NLG. Wir haben gerade ein paar Lags, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß nicht, ob die nur bei mir oder auch auf dem Server sind. Sky, jetzt Challenge. Close-Rampe. Easy Kill für ihn. Die Flash hat ihn relativ unberührt gelassen. Es gibt nochmal eine Flash für Close, aber man zieht nicht mit der Flash entsprechend rum. Jetzt mit dem Peak von Sky kann man ausgleichen. Schön von Red, da vom Spot den Kill geholt. Aber Freeze wieder mit einem Trade. Und Penta ist gefährlich in diesem Half-Buy, aber der Backstep von Paddy sollte das Ganze closen. Er kriegt den Kill, kriegt die Bombe rausgenommen. Der zweite Spraydown sitzt nicht, etwas unsauber. Die Waffe jetzt blöd gedroppt. Und dann verliert Cello auch noch seinen Teammate. Pusht in einem Hail Mary-Aktion, in einer Hail Mary-Aktion rein und kann aber auch nicht mehr großartig was rumreißen. Penta kaufen. So halb, wie es ausschaut. Es gibt einen Scout, es gibt eine AK und ein bisschen Deagle. Und gucken, ob sie einen Plan haben. Thank you.
Das ist ein schöner Timing Peak von Jello. Die Smoke dadurch halt auch noch ganz ungünstig gedroppt. Gleichzeitig geht's aber auf den Spot drauf. Das ist ein Easy Kill für Red. Natürlich nur die Frage, kann man da den Kill machen mit der Scout? Anschuss ist drinnen. Damit muss Red jetzt sehr viel passiver spielen. Flasht sich selber nochmal in den sicheren Winkel. Aber die Bombe wartet an der Rampe. Und auf dem A-Spot warten drei CT-Spieler. Ready. Um hier den Druck abzufangen, der von Penta kommt. Die nehmen aber das Tempo raus. Und das triggert tatsächlich nochmal eine Rotation Richtung B. Zwei Kills unisono auf den beiden entgegengelegenen Seiten der Map. Und am Ende reicht tatsächlich sogar die USP für den Kill hier. Starker Opening, den man am Anfang der Runde gespielt hat gegen Sinn. Jello hat dann schön den Klick setzen können, aber am Ende die Waffen einfach nicht gut genug. Die Utility hat gefehlt und No Limit Gaming kann ausgleichen. Das heißt, wir haben direkt mal ein sehr viel ausgeglicheneres Spiel. Aber wenn ich dann nochmal erinnern darf, ich glaube, es stand auch irgendwann mal 2-2 auf Overpass. Und das, obwohl Penta die Pistolrunde geholt hat. Also die Frage ist durchaus jetzt... was Penta hier noch an Puffer auf der T-Seite rausholen kann, bis es dann auf die CT-Seite geht. Dort kann ich mir vorstellen, dass sie eine ähnlich starke CT-Hälfte spielen wie auf Overpass. Freeze, der Ingame-Leader von Penta, by the way. Wurde auch schon im Chat geschrieben. Jetzt aber der Fullback auf beiden Seiten. Man kann die Mitte mit der entsprechenden Utility einnehmen. Ja, und dann hat man aber auch schon eine schnelle Rotation Richtung B. Da geht Sinn aggressiv, wird sofort abgefangen von Maeve. Der hat sich gesagt, nicht so, mein Freund, nicht so. Du wirst hier ganz, ganz schnell zurück auf deinen Spot gehen. Wenn, dann kommen wir zu dir und nicht ihr zu uns. So, gleichzeitig, nachdem man jetzt hier eben den Opening Kill verloren hat, nimmt man auf A etwas offensivere Positionen ein. Man weiß, man hat keine Mittekontrolle, nur Xen. Aber der steht passiv, hat keine Con-Einsicht. Und Sky wird jetzt hier versuchen, ob er auf Timing vielleicht einen Kill bekommt. Erstmal zeigt man sich im Connector noch nicht. Die Bombe muss noch gepickt werden. 43 Sekunden auf der Uhr. Overpass lässt grüßen, meine Freunde. Und es ist ein B-Execute. Da macht man gerade sehr viel Druck. Den Spieler durchs Murderhole hat man gefunden, aber mit dem zweiten in der Mitte rechnet man nicht. Aber auch mit dem Spieler Richtung Short hat man wohl nicht wirklich gerechnet. Drop von Florentino erfolgreich und ein schöner Kill mit 2 HP. Damit ist der Spot jetzt gerade ein bisschen offen. 15 Sekunden noch. Das ist ultra risky, was sie hier gerade machen. Super, super risky. Und Red ist da, um den Cross zu halten. Red mit dem 2K und die Bombe nach vorne gedroppt. Keine Zeit mehr. Maeve hat da das Timing-Unglück, kann die Bombe nicht mehr legen. Wir schauen uns nochmal kurz diesen 2K von Red an. Ich hoffe, er ist noch drauf. Tatsächlich nur noch der letzte Kill, unlucky. Ja, da muss man jetzt sagen, war die Entscheidung mit dem Backstep nochmal Richtung A zu rotieren etwas risky. Ist dann nicht aufgegangen. NLG stand viel zu passiv. Jetzt würde ich mir von Penta mal ein bisschen schnelleres Spiel wünschen, ganz ehrlich. Oh. Okay. So, 4 Spieler im Palace drinnen. Nein, 4 Spieler vor A, 3 davon an der Rampe, einer im Palace. Sehr gute Minimap-Awareness. Sie haben die AWP auf Maeve, die war gesaved, die arbeitet an der Rampe und es geht auf den Spot drauf. Da ist aber noch eine Smoke vorhanden und die nutzt man, um jetzt hier Space zu bauen. Oh, schöner Spraydown von Paddy.
Maeve muss jetzt klatschen. Schöner Kill gegen Sight. Maeve jetzt bekannt. CT AWP verschießt. Man sieht den Hintern. Schöner Kill von Maeve. Die Runde jetzt auf jeden Fall machbar. Man moved den Underwood und Freeze kommt an eine Rifle. Und das kann gefährlich werden. Jetzt hängt es daran, wer hier... was? Das Ganze rumdrehen kann. Und man hat sogar den Backstab über Jungle auf dem Schirm. Richtig stark gespielt von No Limit Gaming. Penta wirkt nicht ganz so solide wie gerade vorhin noch auf Overpass. Also da wirkt die T-Side nicht so routiniert. Man traut sich nicht, schnellere Plays zu fahren. Und die Jungs von No Limit Gaming stehen so passiv, dass sie einfach dann Late Round immer noch ganz viel Utility übrig haben. Und das kann am Ende so ein Faktor sein, dass man durchaus auch mal eine Runde verliert. Und wenn man von mal eine Runde verlieren spricht, dann sind das für No Limit Gaming, die 5 Runden in Folge gewonnen haben, gute Zeichen. Starke Nade-Lineups da auch für die Short-Smoke, für die Connector-Smoke von Short aus. Aber da wird sehr viel Utility von No Limit Gaming in die Mitte gepumpt. Man hat aber trotzdem auf Red und Sky noch fast volle Gürtel, also das sollte erstmal nicht das gröbste Problem schlechthin sein. Man hat aber, glaube ich, einen Deep Angle in CT rein. In die Apps rein. Das kann also echt eine schwer zu knackende Nuss für Penta sein hier. Der T-Train kommt langsam aber sicher angerollt. Hat man für diesen tiefen Angle gerade eine Flash? Das Timing, unglücklich. Schöner Kill von Red, droppt sofort runter. Geht instant in den Shortfight, fasst das Lineup, kriegt den zweiten, den dritten Kill schon. Wunderschön von ihm. Ja, und das lässt so ein bisschen die No Limit Games, glaube ich, No Limit Gaming Jungs so ein bisschen Confidence gewinnen. Wenn Red on point ist, dann ist hier durchaus alles drinnen. 4 Sekunden, die Bombe kann nicht mehr gelegt werden. Wir schauen nochmal den schönen 3K von Red hier an. Smoked sich hier an Short ab. Gibt den ersten Schuss. Droppt. Macht den Molly rein. Also das ist schönes Protokolldenken. Also traumhaft gelöst von Red. Ja, wieder einen Force-Buy jetzt bei Penta. Sie brauchen langsam Runden, aber nicht, wenn sie den beiden AWPs bei No Limit Gaming die Kills so schenken. Maeve mit dem Early Peak vor die Rampe Molotov wird hier sofort bestraft. Paddy in die Rampe reingemoved. Jetzt Shadow Advantage, immerhin. Nächster Kill für No Limit Gaming. Ja, Freeze nutzt da den Mausrad-Jump von Paddy für einen Kill. Und kann viel Schaden gegen die CT-AWP machen. Die smoked sich jetzt ab, zurecht. Man versucht jetzt den Raum, den man hier gewonnen hat, auch zu nutzen. Vielleicht einen Bombplant noch rauszuholen. Das wäre jetzt der Traum, glaube ich. Aber Sie wissen, die Runde ist noch lang nicht vorbei. Und auch No Limit Gaming rechnet immer noch mit B-Spielern. Wir sehen eine der beiden AWPs hier weiterhin vor B. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier gerade... boah, noch versuchen, Zeit zu kaufen. Jetzt faden die ganzen Smokes. Und Xen hat den Cross mit der AUG. Erster Kill ist sofort da. Bombe kann gelegt werden. Mit der Short Smoke kriegt man hier zumindest nochmal die Möglichkeit. Oh, von Freeze. Der kriegt 2 Kills. Damit ist die Runde gefährlich und vor allem teuer für No Limit Gaming. Molotov Richtung Backside, Richtung Ninja. Oh, der kommt so gut. Der brennt auf dem Default-Plant und macht Freeze damit komplett heiß. Stark gespielt, stark genade. No Limit Gaming lässt Penta hier gar keine Luft zum Atmen. Und selbst mit Bombplant reicht es hier eigentlich nicht wirklich für einen guten Buy.
Zumindest Jello wird Abstriche machen müssen. Es sind tatsächlich komplett Arcas, aber die Util ist halt... ja, nicht gut. Tempo jetzt nochmal angezogen. In der Mitte ganz kurz, dann bremst man wieder ab. Bombe liegt vor den B-Apps. 1-3-1 Setup, es ist sehr, sehr vorsichtiges T-Spiel. Teddy nutzt da die Smoke aus, die im Connector drin liegt und er kommt weg. Asek kann traden auf der anderen Seite der Map, immerhin, aber es ist nicht so wirklich das, was man sich vorstellt. Maeve jetzt mit dem Vorteil für sein Team. Können sie diese 4 gegen 3 Situation verwandeln? Die Smoke Richtung Con wirft Fragen auf. Aber Maeve kommt durch Richtung Ladder Room, Richtung Mini-Döner. Während Sinn eben den Raum, den man aufgegeben hat, in der Mitte jetzt versucht zu retaken. Sie versuchen es mit einem Lurk über die Mitte. Maeve, Shadow Advantage. Easy Kill für ihn. Damit ist da eine Riesengefahr in der Mitte noch, die man respektieren muss. Aber Red geht nach vorne. Kriegt da einen Kill. Jetzt allerdings zum Laufen von Short. Maeve aktiviert aus dem Mini-Döner. Trotzdem eine 1 gegen 2 Situation. 37 Sekunden. Die Bombe liegt im offenen. Xen macht den Kill. Und hat er jetzt den letzten Spieler auf dem Schirm. Maeve droppt von Short. Muss die Bombe noch irgendwie recovern. 27 Sekunden. Xen ist low. Molotov könnte zumindest den Bombplant ermöglichen. Es ist eine Option. Aber Xen spielt das ultra passiv im Döner. Und jetzt kommt er vor. Die Bombe wird durchgelegt. Er rechnet mit dem CT-Spieler. Maeve hat aber nicht für CT gelegt. Und wer gewinnt jetzt dieses Duell? Xen gegen den CT-Spieler. Maeve steht passiv. Xen smoked die Bombe ein. Und zieht einfach durch. Er zieht einfach durch. Aber die Runde gehört trotzdem Maeve. Die vierte. Endlich. Nach 7 Runden für No Limit Gaming kann sich Penta hier nochmal auf dem Scoreboard präsentieren. Und das war wichtig, dass man hier auf der T-Seite noch ein paar Runden holt, bevor es auf die CT-Seite geht. 4 wäre zu wenig. Hatten wir vorhin auf Overpass bei NLG und das wäre auch hier zu wenig. Jetzt der Mitte-Push. Komplett abgefangen von Sky. Xen, alle finden sie ihre Kills, nur Maeve ist da. Geht jetzt aus der Rampe raus mit der AWP. Die Shotgun-AWP wird im Close-Range-Combat eingesetzt zum Pushen. Ganz, ganz stark von Maeve. Er geht noch weiter vor. Er will noch mehr Space und er kriegt den Space. 3 Kills aus der AWP schon. 2 gegen 2 Situation jetzt. Die Bombe rotiert über Palace. Und zum Crossen gibt es eine Flash. Oh, man kommt gerade so nochmal in den Plan für CT. Aber damit ist die Runde machbar für Penta. Ah, Flash blendet da den eigenen Teammate. Aber das Setup sollte eigentlich schwer zu knacken sein. Sie warten jetzt noch ein bisschen, dass der CT-Spieler auch nach hinten aufpassen muss. Und Sky sieht den Spieler. Cello passt aber auf. Der kauert immer noch auf Default. Und Cello kriegt auch Sinn, der hier mit einem Jumping Shot versucht, irgendwie die Runde noch zu drehen. Aber nein, Penta mit der Folgerunde. Und damit wird diese erste Hälfte competitive. Geldtechnisch schaut es nicht gut aus bei NLG. Red mit dem Instant Buy der AWP. Es gibt Kevlar, Deagle, Kevlar MP9, Kevlar Rifles plus AWP. Es ist kein guter Buy. Und es ist die 13. Runde. Also nächste Runde, wenn man nicht holt, schaut schlecht aus. Opening von Red sitzt aber erstmal. Fünf Runden auf der T-Side sind okay. Freeze brennt da im Molotov gut runter. 2 Stück stehen jetzt hier in den B-Apps. Werden von der Utility gut beschäftigt. Aber Red über die Mitte komplett durchgepusht.
Wie viel kann er holen? Mit dem Messer in der Hand laufen sie ihm entgegen. Florento kriegt den ersten. Paddy mit dem Underpass-Push ebenfalls nochmal da. Cello kann zwar traden, aber die Situation für Penta nicht gut. 2 gegen 4. Kaum Raumkontrolle. Sie haben Spieler hinter sich. Sie haben Spieler vor sich. Und sie müssen jetzt eigentlich auf den B-Spot drauf. Und da steht Sinn. Mit einer Deagle. Aber checken sie den Close-Range-Angle. Tun sie nicht. Aber Sinn kriegt sie trotzdem beide. Jawohl. Richtig stark gespielt von No Limit Gaming hier. Also ich bin nicht parteiisch, aber das war einfach stark gespielt. Das war stark gespielt, damit der Deagle so einen Impact zu haben. Der Ausschluss über die Mitte, der Kill, der Rückzug, das Positioning von No Limit Gaming war gerade einfach superb. Wenn jetzt da der Go auf dem B-Spot funktioniert hätte, wäre ich sehr, sehr traurig gewesen. So, Paddy, Sky, oh mein Gott, der Autodirector. Das funktioniert gerade nicht für Penta. Die spielen so einen Half-Safe. Keine Ahnung, was da der Plan war gerade. Und Sky kriegt da sogar noch ein bisschen Schützenhilfe von Maeve, der da Florentino angeschossen hatte. Das ist die 9. Runde für No Limit Gaming. Der Buy für Penta wieder nicht so gut. Maeve, der einzige mit Double Digits, 12 Kills bei ihm, der einzige mit einer positiven KD. Bye, Penta. Und es geht in die Mitte rein. Mit einer Molotow versucht man hier zu faken, dass es schnell über die Mitte Richtung XY geht. Tut's aber nicht. Oh, Avazic. Einfach durch. Einfach rein in die Olga. Trocken rumgezogen, kriegt den Opening, aber rechnen sie mit Paddy. Am Triple tun sie nicht. Die Firebox ist gut, aber Paddy kriegt nur einen. Support von Sinn jetzt. Er jumpt auf die Ticketbox drauf. Ein Kill ist drinnen. Muss dann aber aufpassen. Oh, die Nade. Die Nade ist gut. Kobe, die Bombe gedroppt. Überzahlsituation. Und Red kriegt tatsächlich aus seiner AWP auch nochmal einen rausgenommen. Jetzt hängt wieder an Maeve. Und Maeve braucht jetzt den 3K-Klatsch, um hier nochmal eine 6-9-Hälfte rauszuholen. Um die Double Digits zu verhindern. Und Red hat ein Wort mitzureden. Er jumpt tatsächlich, kriegt trotzdem den Kill. 10-5 für No Limit Gaming. Beste Voraussetzungen hier zumindest nochmal competitive mitzuspielen. Und vielleicht ist Mirage einfach ihre Map. So, meine Freunde, und 10 Runden auf der T-Side als Puffer für NLG sind solide. Eine gewonnene Pistol-Runde könnte für Penta da schon das Siegel auf dem Brief sein, das Siegel auf der Runde sein. Und wenn NLG die T-Side genauso gut spielt wie die CT-Seite, dann könnte das wirklich ein schwer zu knackender Gegner sein für Penta auf Mirage. Und wir sind auch schon in der Pistolrunde. So, und wir müssen die Best-of-Two-Anzeige anpassen. Das guckt nämlich jetzt so aus. Pistolrunde ist live. 4x Kevlar, Doppelflash, Smoke. Bei No Limit Gaming, B-Contact, beliebtes Matchmaking-Ziel oder Matchmaking-Gedanke, dass man da versucht, eben den B-Spot, der gerne mal eher offen gelassen wird, so einzunehmen. Einen Spieler schickt man über Underpass,
ganz klassischer Fake, aber der geht super gut aus. Man kommt durch, man hat den Shortspieler abgelenkt. Zinn, stark gemacht von ihm. Das eröffnet die Runde vollständig, auch wenn Florento ihn dann rausnehmen kann. Die Runde liegt quasi schon da in Trümmern für Penta. Der B-Spot gefallen, die Bombe gelegt, die Zeit jetzt gegen die CTs laufen. Cello auf Short, First Man Contact. Kriegt er den Headshot durch die Kante? Ja, aber reicht nicht für den Kill. Und dann wird ausgeholfen. Sky jeweils mit Kills. Aber Freeze hat noch ein Wörtchen mitzureden. Der IGL mit dem 2K ist zur Stelle. Aber kann er die Bombe noch diffusen? Er hat oben im Apps einen Spieler. Anschuss. Apps-Spieler hat keinen Kevlar. Das ist ungünstig. Und Xen rennt ihm einfach ins Gesicht. Das ist die 11. Runde. Und wir schauen uns nochmal den Anfang dieser Runde an, der diesen Fake Richtung A so gut verkauft hat. Ah, ich habe gerade mein Replay gelöscht. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ripcaster. Mann, ey. Es war so schön. Mann. Egal. Anyway. Passiert den Besten. So. Maeve. Mit der geforsten Scout. In der Mitte allerdings weggesmoked. Hat er erstmal keinen Zugriff. Man hat Apps close gesmoked. Versucht da auf das Sofa zu kommen. Ja, und das wird von Sinn einfach abgeaimt. Der pusht jetzt nach vorne. Kann Cello da nochmal was machen? Flash ist gut, aber Cello bleibt aggressiv stehen. Bombe wird gepickt. Bombe wird über die Mitte getragen. Die nimmt man jetzt verzögert ein. Nate kommt. Gut. Bisschen verkehrtes Timing. Und die ersten Schüsse aus der Deagle werden abgegeben. Kurze Prediction, Nate gegen Short, aber man lässt sich Zeit bei No Limit Gaming. Und arbeitet jetzt ganz langsam nach vorne. Bloß nicht zu viel hergeben gegen die geforsten Pistols. Ja, und das ist maximal ungünstig. Auch schöner Schaden gegen Backside. Die Scout daneben geschossen. Xen über Short da. Cello jetzt gefordert im Get-Right. Kriegt keinen einzigen Deagle-Shot. Gesetzt, sag ich! Und dann regnet es Kugeln aus seiner Deagle. Holy moly! Oh mein Gott, hat man das gerade verdattelt bei NLG. Schaut euch das an, was er alles daneben schießt und trotzdem nochmal die Deagle resetten lassen kann. 1, 2, 3, 4 Schüsse braucht's, aber die letzten zwei, sheesh, Bruder, richtig nice. Und jetzt ist man plötzlich auf der Empfängerseite dieses Forcebys. Jetzt muss man selber mit Deagle Kevlar spielen, weil man keine andere Wahl hat. Also falls es hier technische Probleme bei euch geben sollte, an mir soll es nicht liegen. Ich habe eigentlich keine ausgelassenen Frames, keine Dropped Frames. Ich habe 3% CPU-Auslastung, ich habe einen komplett grünen Stream, ich habe 40 Mbit Upload, also daran darf es uns nicht liegen. Oh, Xen und Paddy machen aber genau das gleiche, was vorhin Penta mit ihnen gemacht hat, nämlich schöne Deagle-Schellen verteilen, damit machen sie den B-Spot auf und Paddy jetzt auf Short, könnte Timing erwischen. Und was für ein Timing er erwischt, da war er nicht ready dafür. 3 Spieler, Low 4, wenn man es genau nimmt, und Red ebenfalls als Low deklariert, aber das ist schon eine ganz starke Kiste. Nochmal den Anschuss, aber durch die Kante. Und deswegen gibt es hier auch nichts zu holen. Paddy jetzt dodgt die Bullets ganz gut, immer wieder links, rechts, aber die Scout sollte ja eigentlich den Vorteil haben. Nö, oder auch nicht. Paddy macht Long Range einfach den Deagle Kill des Todes. Freeze jetzt, M4, Last Man Standing. Last Man Standing, also heute ist auch schon wieder schlimm. Kriegt nochmal einen rausgenommen. War aber nur eine Deagle. Wird No Limit Gaming jetzt gerade nicht so wehtun. Da wird schon die Window Smoke vorbereitet. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn die Leute so Spawn Smokes können. Also die quasi direkt von der Spawn-Position geworfen werden, nicht irgendwelche Lineups von, keine Ahnung, hinten an der Wand. Ja, und was macht man jetzt? Maeve gibt erstmal
einen netten Headshot aus seiner Scout gegen Short ab. Ich weiß nicht genau, passiert sehr häufig, dass man hier Miscommunication hat bei NLG, glaube ich. Weil das müsste eigentlich gecallt sein, dass man da vom Spot aus geholt werden kann. So, Info-Peak gegen die B-Apps. Sollte man auf dem Schirm haben. Man brennt auch. Oh, das hat man aber nicht gehört. Trotzdem viel Schaden gegen Freeze, der die einzige gute Rifle hat, neben der Farmers. Backstep war ebenfalls abgefangen worden. So, und jetzt hat man die Spieler sehr weit zurückgedrängt. Man hat einen schon im Connector drinnen. Sinn holt sich hier den CT-Spieler, da kommt die Rotation late rein. Cello kann hier vielleicht nochmal den Bombplanter rausnehmen. Utility ist nur bedingt vorhanden bei Paddy. Oh, Schaden gegen Sky. Xen nimmt den Rotierer im Jungle raus. Wieder ein Anschuss durch die Kante. Und Bombe kann gelegt werden. Das sollte hier eigentlich die 13. Runde sein. Sinn kriegt den ersten. CT-Gefahr erstmal ausgeschaltet. Jungle hat man ebenfalls den Spieler abgestellt und Florento weiß, dass er nächste Runde nicht kaufen können wird, wenn er jetzt hier die Waffe verliert. Dementsprechend eher im Rückwärtsgang unterwegs. Und Herr Rossi mit den Emojis. Bam, bam, bam. Das waren echt krasse Deagles. Ich sehe es hier gerade nochmal im Replay. Quasi 3 Minuten verzögert. Ja, 13 zu 6, No Limit Gaming auf Mirage, deutlich besser unterwegs als vorher noch auf Overpass. Also, können wir schon mal für die nächsten Spieltage mitnehmen. Penta auf Overpass eine Wucht, No Limit Gaming auf Mirage eine Wucht. Schaut auch gut aus, was die Jungs hier spielen. So, und jetzt kommt hier der Mitte-Push von... Ne, der Underpass-Push von Penta. A hat man komplett offen gelassen und ist genau der Moment, in dem hier der Execute gecallt wird. Ich habe nicht mal den Spieler, auf den ich schalten kann, um die Overview zu zeigen. Da ist nichts los auf dem Spot. CTs sind komplett woanders. Kommen jetzt vielleicht über den Connector geschoben. Oh. Red bleibt weiter in der Mitte. Er lenkt aber nur ab. Kriegt einen? Das ist ein bisschen wenig tatsächlich. Stand da aber auch sehr, sehr offensiv, muss man sagen. Und die CTs positionieren sich hier für Exits. Ah, da hat man die erste Schulter gesehen. Und das Köpfchen ebenfalls. Point-and-Click-Adventure in dem Fall. Ah, da die eine Rifle auf Short, die kommt nicht mehr weg. Das würde mich tatsächlich überraschen. Tatsächlich Maeve nochmal mit einer netten Schelle. Und Cello kriegt auch nochmal einen rausgenommen. Aber er kommt nicht mehr an die AK. Also. 14 zu 6 jetzt. Und wenn No Limit Gaming tatsächlich diese Map jetzt mit den nächsten 2 Runden abschließen sollte, dann hätten wir 2 sehr deutliche Ergebnisse, aber für 2 unterschiedliche Teams im Matchup. Was ich persönlich spannend finde, weil es bedeutet, dass die Teams theoretisch auf Augenhöhe sind, aber dass eben die Map-Wahl extrem entscheidend sein kann. Und das ist einer der Punkte, die sehr häufig vergessen werden, dass das Spiel, das Best of Three, eben nicht auf der ersten Map, sondern im Map-Veto beginnt. Und es kann sein, dass das Map-Veto durchaus gewonnen bzw. verloren werden kann vom einen oder dem anderen Team. Und dies wird hier bei der ESL-Meisterschaft insofern getackelt, dieses Problem in Anführungszeichen, dass eben die Maps random sind und man nur die Instabans und eine, also den Instaban und eine unbequeme Map rausbannen kann, um den Gegner zu punishen. Ansonsten müssen alle anderen Maps im Map-Pool mit entsprechender taktischer Tiefe vorhanden sein. Von dem her ganz, ganz spannend.
So, die Server laufen langsam warm. Wird hier im Admin-Chat geschrieben. Also ich hatte jetzt auch gerade die ein oder anderen Lags. Ich weiß es nicht genau. Ich habe natürlich den Netgraph nicht online und der würde auch mir nur anzeigen, wie es zum CSGO-Server steht. Zum GoTV-Server steht. Jo, scheint wohl längere technische Probleme zu geben an der Stelle. Dementsprechend, jo, können wir hier gerade ein bisschen chillen, Freunde. Ich würde mich ja gerne mit euch unterhalten, ne? Aber es ist halt schwierig. Von dem her... Mit 3 Minuten Delay und so. Geil. Okay. Gerade was Lustiges bei uns im Orga-Chat gelesen hier von der ESL-Meisterschaft. Okay, anyway. Ja, wir haben Pause. Deswegen, und das auf unbestimmte Zeit. Keine Ahnung. Wir wechseln deswegen mal ganz kurz in den Podcast-Modus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber als Caster legt man sich ja Themen zurecht, ja. Du weißt, du wirst Zeiten haben, wo du Langeweile überbrücken musst und da möchtest du natürlich irgendwie was Interessantes erzählen. So. Das funktioniert. Das ist ohne Probleme, das funktioniert, gar kein Stress. Wäre nicht Corona. Weil jetzt kannst du natürlich anfangen und sagen, ja, Corona hier, Corona da. Mach ja nicht den Fehler und fang irgendwie von Politik an zu erzählen. Aber egal. Aber Corona kann halt auch keiner mehr hören. Also, was erzählst du dann? Jo, heute Morgen bin ich aufgestanden, ne, hab mich aus dem Bett geschält, bin quasi im Umfallen vor den Schreibtisch gefallen, hab dann die nächsten 9 Stunden Homeoffice gemacht. Ja, also im Homeoffice habe ich übrigens 3 Kaffee getrunken. Ne, warte, 4. Ja, und dann war Homeoffice vorbei und jetzt ist ESL-Meisterschaft. Kannst da nichts erzählen. Ist ja nichts los. Ist ja schrecklich. Ah. Mei, Freunde. Ich sag's euch, es geht mir so ab. Es geht mir so ab, wieder rauszugehen. Wieder auf den Stammtisch zu gehen. Ne, Bayern, Stammtisch, ganz groß. Von der Arbeit wieder tanzen zu gehen. Ja, ich gestehe an der Stelle, ich bin ja, auf Englisch heißt das Ganze Ballroom Dancer, also es geht quasi, also Paartanz, ich betreibe Paartanz. Ja. Klingt ziemlich pervers, wenn ich das so sage. Nein, es ist tatsächlich so, also ich tanze ja super viel, ich bin eigentlich vor Corona jeden Samstag irgendwie auf einer Tanzparty gewesen, hab da entspannt einen Jive oder einen Salsa hingelegt mit meiner Tanzpartnerin. Das fehlt mir so unglaublich, aber auch ne, einfach so feiern gehen, irgendwie sich mit 2, 3 Freunden hier end den Humpen reinzustellen in irgendeiner Bar oder so, das fehlt mir so. Und da entstehen die Geschichten, um am Ende wieder zurückzukommen auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Weil es geht nämlich los. So. Und das ist für NLG gerade die Möglichkeit, das Ganze zu closen. Red macht direkt mal den Anfang mit seiner AWP und erhält den Raum. Boah, schön gemacht. Paddy auch nochmal da, fangen die B-Aggression ab, jetzt bloß nicht verdaddeln für NLG, das wäre sehr bitter. Einfach nur groupen, traden und go. Und in den Apps wartet Sinn, der GoTV-Director ist schon wieder komplett off. Ja, der rafft halt gar nichts mehr, habe ich das Gefühl.
Jello jetzt 1 gegen 4, der wird die Rifle durchbringen wollen. Sie können nächste Runde nicht kaufen, das ist wirklich ungünstig gerade für Jello. Aber Jello hat da den Spieler auf dem Schirm, der über Short kommt, wird trotzdem sofort aus dem Window angegangen. Damit ist die Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. Hinten kommt man schon über die Apps gepusht. Hat man das auf dem Schirm? Das ist jetzt die Frage. Es wirkt fast nicht so. Und am Ende kann noch nicht mal Paddy den Kill machen, sondern es ist Xen aus dem Window. 15 zu 6. No Limit Gaming nimmt auch die letzte Rifle raus bei Penta. Und damit stehen sie vor 9 Map Points, beziehungsweise auch Match Points, weil wir sprechen in der Theorie ja auch von 2 separaten Best of Ones. Das heißt, es gibt zweimal am Abend Match Points, nicht nur am Ende eines Best of Threes. Anyway, es ist das 15 zu 6 und No Limit Gaming schaut stark aus. Hier auf Mirage. Mitte wird gar nicht angespielt, aber man spielt wieder Double Aggression Richtung B-Apps. Und damit ist die Mitte am Anfang angreifbar. Und gleichzeitig arbeitet man sich raus. Man hört den ersten Spieler gesehen, rechnet aber nicht mit dem Spieler Close. Gleichzeitig wird die B-Aggression abgefangen. Und kommt an die Rifle. Und 4 gegen 4. Tendenziell immer zugunsten der T's, weil man eben groupen und traden kann. Und die Penta-Jungs müssen immer noch beide Spots verteidigen. Also wenn man jetzt einfach zusammen auf den Spot drauf geht, oh, dann könnte man hier durchaus noch was machen. Aber Pasek ist da. Asek ist da. Kann upgraden. Überzahlsituation jetzt hergestellt. Xen kommt aber durch. Xen kommt komplett durch auf den B-Spot. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut, meine Freunde. Jetzt könnte das hier der Neckbreaker sein. Hat man das auf dem Schirm bei den CTs? Gar nicht. Jetzt hat man den Spieler auch gespottet. Der B-Spot Sperrangel weit offen. Xen geht in den offensiven Engel. Hört jetzt die Schritte. 2, 3 Leute kann er, glaube ich, an. Nein, 2 Leute kann er ansagen. Erster wird von Red geholt. Jetzt piekt Xen rum. Leute, das war's. Es ist nur noch Florento bei den Penta-Jungs. 1 gegen 3. Mit dem Rücken an der Wand. Er muss nach vorne. Er kann nicht mehr saven. Und er hat den Spieler nicht auf dem Schirm. Kriegt trotzdem den Kill. Verliert einiges an HP. Crossed jetzt rüber. Wird aber im Crossen geholt. Und das war's. GG. Well played. No Limit Gaming holt sich die zweite Map. Und damit sind sie quasi auch 3 Punkte reicher auf in der Gruppe B und können sich schon mal freuen, dass sie hier, nachdem sie doch ein relativ desaströses Ergebnis auf der ersten Map gezeigt haben, hier nicht komplett punktelos aus dem ersten Spieltag gehen, ist für die Confidence wichtig und dementsprechend werden sich die Jungs auf jeden Fall freuen. Wir haben jetzt für euch natürlich auch ein Interview vorbereitet, was ich glaube ganz spannend werden kann, weil da schon die ein oder andere Frage habe. Okay, jetzt habe ich euch heiß gemacht. Ich bin eigentlich total schlecht im Interview. Never mind. Egal. wir gucken mal, ob der Interviewpartner schon am Start ist. Aber Red ist schon mit mir in dem Warteraum und gemutet. Also bis gleich. Moment. Hier, Interview. Sehr schön. So, ich hole mal ganz kurz. Ich move mal in das Interview, in den Interview-Channel rein und ziehe mir Red hierher. Ich weiß nicht, moved Red jetzt in dem Fall selber, das weiß ich nicht. Kann ich Red moven? Ich kann Red moven. Sehr schön. Hi Red. Moin moin, grüß dich. Hörst du mich klar und deutlich? Ich höre dich klar und deutlich, einwandfrei. Sehr schön. Sehr schön. Du hast auch ein sehr gutes Mikrofon. Also kann ich mich nicht beschweren. Ja, ich hoffe, du hörst mich auch. Ja, klar. Ja, erste Frage eigentlich sehr generisch. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Also, ich habe den Jungs eben auf jeden Fall gesagt, dass wir zufrieden sein können, dass es okay ist. So, wir wurden auf der ersten Map hart gestompt, sage ich mal. Aber man muss, also auf jeden Fall GGs an die Jungs von Penta. Das sind sowieso alles Mates. Aber man muss auch wieder fairerweise sagen, dass wir aktuell in so einer kleinen, schwierigen Phase sind, wo wir eigentlich immer gegen uns selbst spielen. Uns haben komplett, sage ich mal, die Basics gefehlt, so auf Overpass. Ich will nicht wissen, wie schrecklich das im Stream aussah, weil es hat sich sehr, sehr schrecklich angefühlt. also wir haben ein bisschen ohne Basics gespielt, sag ich mal, wenig Trade-Frags, viel zu viel Solo. Ja, diese Sachen, die uns eigentlich auch vorher ausgemacht haben. Und dann kannst du natürlich gegen die Jungs von Penta mal eben einfach überfahren werden auf CT, gerade wenn sie dann in ihren Flow kommen, sich wohlfühlen. Und genau das ist halt auch passiert. Ne? Ja.
Aber overall, wie gesagt, um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, bin ich zufrieden so. Wir haben uns sehr gut auf Mirage gerafft. Das erste Match tat ein bisschen weh und dass wir so schön auf Mirage zurückgekommen sind, erfordert auf jeden Fall gute Mentalität und das hat jeder heute im Team bewiesen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das führt mich auch dann direkt zu meiner nächsten Frage, weil du die Mentalität auch ansprichst. Wie holt man denn bei so einem Stomp dann das Team, wie rafft man das wieder zusammen? Wie sagt man, hey Jungs, jetzt auf geht's, das kriegen wir hin. Gibt's da ein Rezept von deiner Seite? Nein, ich denke, man sollte einfach ehrlich mit sich selbst sein. Ich habe kurz vor dem Match einmal eine kleine Ansprache gemacht, gesagt, ey, ganz ehrlich, so das erste Match lief halt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, ja, und es war auch jeder etwas traurig natürlich und auch ein bisschen salzig, sag ich mal, dass man das verloren hat, aber dann muss man einfach mit ein paar entspannten Worten, sag ich mal, die Jungs da wieder back on track holen und das hat auch geklappt und deswegen bin ich auch sehr, sehr zufrieden overall. Ja, es waren auf Mirage auch beide Seiten sehr gut. Meinst du, um nochmal auf die erste Map zurückzukommen, hättet ihr CT-Seite starten können, das hätte vielleicht nochmal einen Umschwung gebracht oder ist es da hätten da die Basics genauso gefehlt? Nein, also CT-Overpass ist allgemein sowieso einer unserer stärksten CT-Seiten überhaupt in unserem Pool. Und abgesehen davon ist Overpass, weil sie halt so viele Freireiten, Moves etc., Reaggresses auf CT bietet und mal gefühlt 3 Spieler auf T zu wenig hat, um alles zu decken. Dadurch ist sie halt extrem CT-lastig. Mhm. Und wer CT startet, hat einen klaren Vorteil auf der Map. Gerade mit einem guten Start, was sie hatten, ist es immer super schwer, auf T zurückzukommen. Und das hat man dann halt auch in dem Match gesehen so. Wir haben early ein paar Rounds direkt geholt und wurden dann direkt wieder in die Schranken gewiesen. Und deswegen war es halt super schwer, da irgendwie ein Comeback zu starten, auch auf CT dann für uns, weil wir halt weit hinten lagen. Ja, da spricht man dann ganz gerne von dem Puffer, den man sich auf der CT-Seite erarbeitet, um dann eben auf der T-Seite ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Aber im Endeffekt kann man das ja auf beide Seiten übertragen. Ja, wenn man L4 führt, dann ist ein Comeback einfach auch schwer, wenn man die Pistol-Runde oder im Worst Case dann tatsächlich sogar die Force-Ball-Runde verliert. Das ist natürlich ganz klar. Genau. Ja, gut. Mirage hat es deutlich besser funktioniert. Da habt ihr auch, glaube ich, starke Mentalität bewiesen. Ihr habt ja auch den Force-Spike, glaube ich, nach der Pistol verloren, wenn mich mein Caster-Kurzzeitgedächtnis hier gerade nicht trügt. Aber ja, ihr seid ja direkt dran geblieben. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, was ihr auf Mirage auch gezeigt habt. Ich habe gemeint, es war ein interessantes Match an der Stelle, weil man gesehen hat, wie wichtig die Map-Wahl einfach ist. Wer auf welcher Map spielt. Gut, aber... ihr seid wahrscheinlich mit den 3 Punkten jetzt erstmal zufrieden. Ich würde sagen, danke dir fürs Interview. Die letzten Worte darfst du natürlich gerne noch an die Fans draußen richten. Und dann danke dir. Ich danke dir. Danke für den Cast und fühlt euch alle gegrüßt, die da jetzt gerade noch im Chat sind oder uns auch eben während des Matches angefeuert haben. Ja, fühlt euch alle geküsst. War overall ein geiles Match. Und ich hoffe natürlich, dass wir in unserem nächsten Matchup dann nächste Woche 6 Punkte statt 3 mitnehmen. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unserer Leistung. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht auf dem A-Stream dann bei jemand anderen. Ich bin ja hier nur der W-Stream in Anführungszeichen nur. Aber danke dir auch für das coole Interview. Sehr schön geantwortet. Freut mich. Und dann entlasse ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend. Sehr gerne. Tschüssi. Ciao. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Interessanter Einblick, glaube ich, auch da, Red. Okay, ich bin halt auch schon ein bisschen durch, ne? Alles gut, wird wieder, hoffentlich bis Montag, weil dann gibt es nämlich den nächsten Cast von mir. Schöne Einblicke von Red, hat mich gefreut, dass er da auf die meine Fragen so ausführlich eingegangen ist. Sehr cool. Ansonsten, ja, gibt es jetzt noch einen kleinen Sellout von meiner Seite. Wenn ihr mich supporten wollt, dürft ihr gerne Ausrufezeichen Cast in den Chat eingeben und mir einen Like oder einen Follow auf Twitter dalassen. Das supportet mich ganz enorm, würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, konnte ich euch gut unterhalten. Ihr dürft gerne wieder einschalten. Nächste Woche Montag gibt es auch hier wieder von mir auf dem B-Stream bei der ESL-Meisterschaft ein Match, beziehungsweise ich glaube nächste Woche sogar 2 Matches, nämlich eins der Nachholmatches von Donnerstag. Also, wer Bock hat, gerne wieder vorbeischauen. Von meiner Seite war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend mit mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Bis nächstes Mal.